Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Radio am Samstagmorgen zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Hallo. So, wir sind natürlich wieder fleißig dabei am Ansehen. Ich habe schon ein bisschen weitergearbeitet. Vorgewende einmal oben, einmal unten ist rum. Sebi ist inzwischen hinzugestoßen. Und wir können dann mit unseren Arbeiten wieder direkt, oder die Jungs können mit ihren Arbeiten direkt weiter starten. Was muss ich überhaupt machen? Kalten. Bin ich nicht fertig? Nein. Feld 5 musst du noch kalten, Feld 40 musst du noch kalten. Wo habe ich den Kalksteuer hin? Der müsste am Hof stehen. Ich nicht mehr, aber die 5. Und die 30. Die 30 auch? Die 30 hast du angefangen. Ach stimmt, genau. Die 30, die 4. Und warum ich keinen Bock mehr hatte, auf 30 weiterzumachen, das weiß wohl schon der Flipsi. Ach ja, und du könntest vielleicht auch die Feld 34 und die Kuhwiese kalken. Und die kleine Wiese da mit dem Ding in der Mitte. Also kalken bist du ausgesorgt. Und mit Kalk kaufen bin ich jetzt ausgesorgt. Verkauft dann. Ach ja, wir haben vorhin außerhalb von der Aufnahme festgestellt, dass wir ja kein Frontlader mehr haben, das aber die Baugeräte noch, und ich verkaufe jetzt mal. Ja. Ganz frech. Ich muss sagen, Frontlader, wir haben Telelader. For what? Und so viel zum Schaufeln brauchen wir nicht. Weil im Prinzip. So, nicht mehr und Fan, dann holen wir uns das Geld und machen Ding. Ja. Ja, Telelader also, oder Radlader. Radlader, ja. Da haben wir tatsächlich auch schon mal lang geplant gehabt für die BGA, ne? Oh du Scheiße! Heilige Kacke! Ich muss sagen, aber ein Radlader für die BGA lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Weil wir haben die Förderbänder. Ja. Ich würde aber ehrlich gesagt beim Telelader bleiben, also. Ja, ist halt schön wendig, ne? Ist halt echt so. Und wir haben die Gewichte mit drauf, da können wir dann auch nicht. Größere. Und die Lastpfanne dranhängen, ja. Also. Aber der Josken-Hänger ist gar nicht so schlecht. Also den haben wir ja immer noch. Der ist auch geil wendig mit dem Ding. So. Oh, warte mal. So. Ich hab gerade erst gemerkt, ich hab kein GPS an. Nein. Ein bisschen mehr rüber. Gucken wir mal, wenn man ein Bildschirm sieht, ist optimal, wenn man ansieht. Oh hoppla, der ist nicht immer geflogen. Was treibst du denn wieder? Ich wollte die zwei Paletten verkaufen. Also. Nein, nicht den Josken-Anhänger. Ich hab dieses Mann! Wir haben das Tappen nicht mit drauf. Hatten wir das? Hey, das haben wir doch, wir das haben wir doch mit drauf genommen. Ich kann aber nicht tappen, ne? Also ich weiß nicht, wo man das Glöckchen auch nicht. Muss jetzt mal schauen. Ist auch nicht. Ist sie vielleicht nicht Ding ready? Multiplayer? Doch. Auf der Ellerbar funktioniert sie auch. Stimmt. Also entweder. Wer ist denn der Mod? Entweder Tap. Gibt's auf Mozart. Ja, okay, normalerweise dann. Heißt die irgendwie mit Tab Dings. Oh, da ist. Ah, das war eine Schaufel, ne? Nee. Leider. Haben wir eine Schaufel auch noch? Wir haben doch mindestens zwei Schaufeln, oder nicht von CSZ. Oh klar. Wir hatten doch richtig viel Zeit schon Frontlader auch. Komischerweise fehlt es. Ach, ich weiß wieso. Ich weiß dann auch wieso die Frontlader wechseln. Wieso? Und zwar, es gab doch mal ein Update vom DSZ-Pack. Ja, ach. Und da ist das ganze Zeug dann plötzlich verschollen gewesen.
Ach stimmt, da wollen wir es doch Geld gut schreiben. Da haben wir dann auch eine Schaufel für den Telelader und so gekauft gehabt. Weil die auf irgendwelchen Gründen plötzlich verschwunden oder halt verschwunden war durchs Update. Hab nichts gesehen. Man sieht, hat was gesehen, dick und fett oben rechts. Erzählen bloß 5000, aber es ist halt trotzdem. Es ist halt viel. Es ist eine Hosentasche voll. Sagen wir so. Und für die von ihr wegen 5000 geht jetzt auch nicht die Welt unter. Da muss ich schon sagen, wir hatten 4 Schaufen, glaube ich, mindestens. Oder 3 oder so. Und also 2 für den Frontlader und. Ja. Und ein eine Telelader. Ich glaube, eine Schaufel kostet auch schon knapp fast 2000, oder nicht? Von den großen. 1005, glaube ich. Sowas. Ja, 1005. Auf alle Fälle dann noch die Palettengabeln, haben wir ja gerade eben selber und verkaufen schon? Können. Was denn hier? Ah, sie wisst so. Das sieht relativ gut aus, das heißt, ich kann es sogar umklappen und zum nächsten Feld düsen. Das ist herrlich. So, jetzt will man die Breite vom Steuern einstellen. Hast du überhaupt Kalk drinnen? Ja. Und diesmal mache ich das nicht, was du das letzte Mal gemacht hast. Natürlich. Man kennt Sonst kannst du kalken. Nein, ich dachte, du bist unser Kalkmeister. Du wolltest doch so unbedingt kalken. Wegen dir hatten wir auch vorne einen neuen Kalkstreuer mit drauf zu nehmen, aber haben wir vergessen. Ja, sorry. Das nächste Mal machen wir den und ich hoffe, der hat mehr Arbeitsbreite wie jetzt der. Ich glaube nicht, ja. Aber der hat mehr Füllvolumen. Ja. Der hat jetzt 12 18. Meter, oder? Der andere die, wo 18. ich gerade dran hab. Ja, ich glaube schon. Hat mich, ja. Gott, nämlich ich will jetzt mit GPS das machen. Ich habe keine Lust. Er hat keinen Bock. Nauscht ein bisschen arg in dein Mikro, aber egal. Ja, und wir wollten auch noch den Case ein bisschen aufmachen, damit er mithalten kann. Der steht schon alles der Rad. Er hat sich auf jeden Fall verdient nach der Zuckerrückenmission. Also 345 PS. Ja, das passt easy. Oder 270. Ah komm, dann ist das hau raus, 270. 22.500, ne? Das geht ja klar. Die sind dann sportlich mal weg. Ach komm, weißt du was? Hallo? Der wird dann stärker als die zwei Fans. Ich weiß nicht, viel daran wird dünner. Oh. Ich glaube, wir müssen mal nochmal Dünger neu kaufen. Wir haben doch nur 135 Liter drin gehabt und jetzt nun. Wir wollen die Düngeproduktion noch mit draufnehmen, ne? Haben wir die schon mit drauf? Wird die mit drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon mal. Noch also wir haben auch hin. Ein paar Punkte. Wir haben Hochsilo mit drauf. Im Hochsilo kann die Lasche hergestellt werden. Wow! Nee. Hätte ich nicht gedacht. Warte mal, ich muss kurz nochmal was nachgucken, weil wenn ich mir ja fissilieren, brauche ich einen Harnhänger. Nee, und Nope, haben wir nicht mit drauf. Ist ja der hier. Ups, sorry Leute. So. Der würde kosten 77.000, das geht klar. Wer? Ja. Finzelin, ne, für den Anhänger. Welcher? Der, was ist denn nochmal? Warte. Das ist ein. Der, Annaburger Fieldliner. Den hatten wir schon mal im Einsatz. Stimmt. Ja. Ja. Außer von der Aufnahme mit dem MB-Tag mal. Ja. Es ist immer noch da. Was ist immer noch? Wo ist es hin? Ah, es ist immer noch drin. Ja? Ah, jetzt bleibt mir jetzt eigentlich irgendwas. Na ja. Ich muss da weg. So. Ach nee, ich muss jetzt. Nee, warte mal. Ich kann gar nichts mehr ansehen. Ich muss. Ach nee. Doch, warte. Die 5. Die ist gegruppert, da kann ich hin. Auf geht's zu füllen.
Hot. Warum ist mein Spotify aus? Das kann ich ja auch nicht erklären. Ne, 40 Grad vorher noch gut kommen können. Link, komm, Link. Oh, was geht knapp. Holy shit. Das, da ist der Pumpe gerade hochgegangen, Alter. Eieiei. Das hätte Axe ja auch immer nicht gut getan. Voila. Bin ein bisschen gerutscht vorne. Wir sind fast zum Mähen, oder? Ja. Okay. Wir sind auf gleich, wir fangen schon an auf der 34 oder? Hof, okay. Machen die Silage oder? Oh, der Junge, Alter. Nimm doch mal zu. Machen die Silage oder Heu? Egal. Ich will, guck mal kurz, was gibt mehr? Heu. Dann machen wir Heu. Aber Heu haben wir noch so viel daheim. Okay. Ja. Ja, dann verkaufen wir das halt, das wollen wir da runterholen. Ist ja der Auflieger von mir schon drauf. Ja. Oh. Ich glaube, ich habe den. Ja. Ich glaube, den habe ich. Nee, der ist mit drauf. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe im Shop. In der welcher Kategorie im Shop ist der? Ganz hinten fast. Anhänger. Anhänger ganz hinten. Warte, da schaue ich mal nach. Der war kurz extra Fallsteuer aus, nicht das. Dass der Philipp wieder auf die Idee kommt, wieder mal das Geld zu machen. Ihr denn nicht? Also. Der ist das ein Fliegel? Nee, ne? Nee, Krampe. Seit wann haben wir denn so ein Grand Pharma Fliegel? Keine Ahnung. Wie wird der Krampe gar nicht angezeigt? Ah, ich habe einen Fliegel mit drauf, aber kein Krampe. Irgend so ein Abkipperfliegel. Ich habe so wie unseren alten. Der von mir ist nicht drauf. Habe ich den vorher nicht mal gefunden gehabt? Egal. Wir haben so einen ähnlichen wie unseren alten Reich mit drauf. Unter den Namen. Fliegel. Ich habe unter der Kategorie unter den Namen. Ja, ich glaube, den haben wir nicht mehr drauf. Ist ja nicht schlimm, wir brauchen dann die erste nächste Version. Also. Ja. Irgendwas muss ja da meinen LKW ziehen. Mal holen wir überhaupt das Sneefy-Stick. Das kannst du dir holen, wann du willst, also. Da wollen wir noch ein anderes mit drauf nehmen. Das ist doch der Standard mit drauf. Deshalb wollten wir doch nehmen. Standard würde ich nehmen. Haben wir das schon mit drauf? Das ist mit drauf, das Standard-Ding. Echt? Warte. Ja, bei Diverses. Stimmt. Flow. Schnellchecker des Jahres. Ich hab das nie benutzt, nicht, das ist ein Mod. Ich hab das noch nie. Ich auch, aber who's? Trailer Lifter, ah ja moin. Diese Walze. Hab ich das Nüffelstick mit runtergeschmissen? Diese, nee, ne. Nein, leider noch nicht. Du siehst, das ist ursprünglich vollzuständig. Muss ich mal machen. Ach, okay. Das müssen wir runter machen. Das andere. Ja. Wir nehmen ja das von Diverses. Ja, das Standard halt. So, es macht richtig Spaß auf 30 zu kalken, wenn man alleine ist. Oder du machst halt an deinem eine Hecke Traulik dran. Was ist? Oder du machst dir halt an deinem Ende eine Hecke Traulik dran, dann brauchen wir den Adapter gar nicht. Wäre, glaube ich, die schlauere Lösung. Ich kaufe mir Bären. Meines Erachtens. Kann man den überhaupt auswählen bei dem? Ich nee, hol mir mal das dran modden halt eben. Ich hol mir schon mal das Sniffy-Stück. Wie kostet denn das Teil? Wenn was mieten, 700. 65 und wenn wir es kaufen 15.000. Ja, dann mieten wir uns erstmal. Ja, dann miete ich schon. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, abholen tue ich es dann. Wird ja verwendet für den LKW. Flo? Mhm. Weißt du, wie man neue Attacher dran moddet? Ecke drüben, meinst du, oder du? Ja, für Hecki drauf.
3-Punkt-Aufnahme fürs Heck. Ja, boah, klar. Alter. Wir wollten ja den einen LKW tauschen, gell? So, für einen anderen Akku-Truck. Ich würde den einen noch ein bisschen warten, bis der Dreier-Akku kommt. Ja, auf alle Fälle, ich habe den Quatsch gekauft, ne? Warte. Ich muss schauen an der Lichttechnik. Ja, das ist noch. Das. Ihr habt den noch nicht getauscht. Also, ich bin mit denen zufrieden. Mit dem Schnüffelstück kann ich auch die ganze Zeit fahren. Aber das schaut nicht schön aus. Ja. Das ist eigentlich eher für den Big Bart oder sowas gedacht. Ja. Fährt er? Ja. Habt ihr das überhaupt schon mal an meinem MAN gesehen? Nee, aber man kann sich's vorstellen. Riesen LKW und dann so Mini Dingsbox hinten dran. Und haben wir irgendwo noch 3-Punkt-Aufnahme-Zeug für 3-Punkt-Aufnahme? Ach, warte mal! Bevor du das, bevor du eine Trailer-Lift kaufst, haben wir ja dieses Lizard-Ding mit drauf. Das wollten wir doch ausprobieren. Lizard? Da gibt's so ein Lizard-Ding für Fronthydraulik. Vielleicht geht es beim LKW auch hinten dran. Ja. Können wir mal probieren, kauf's mal. Oder das ist noch nicht mit drauf. Noch nicht mit drauf. Aha. Du brauchst es eh noch nicht. Ja. Brauche ich ja eh nur, wenn ich ihn grober ziehen müsste. Und wenn ich ihn grober ziehen müsste, dann könnte ich ja einen Case nehmen. Unseren Case oder welches unser Arbeitstier? Nee, ich glaube, der wird das gar nicht mehr schaffen, der Case. 270 PS, ich glaube, der braucht sogar 300 oder so, oder nicht? Also derzeit hat er 270. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, der wird es nicht packen. 400 PS. Ja, okay. Gut, ne? Alter. Dann kann es nur ich oder der Johnny jetzt in der Größe. Oder der MAN. Ja. Die drei MANs. Die haben ja alle hinten an den Kupplung dran. Mit dem Stiffy-Stück. Aber mal abgesehen davon, Flo seiner schafft mit 15 PS drüber und meiner mit 2100. Lifteam? Philipp? Ja. Philipp, wollten gerade Feinkonjunktur machen. Im letzten genau wo ich fertig war, ging der Kalk aus. Oh. Das. Ist nee, natürlich. Ich konnte die Bahn noch fertig fahren und dann war erst der Kalk leer. Ja, das passt schon. Also, so fein muss es jetzt nicht sein. Da muss ich jetzt wieder einen neuen Kalk holen. Hauptsache, der größte Teil ist fertig. Flo. Ja. Hier liegen noch zwei Schwaden. Wo? Auf dem Wiesen? Ja, bei dem Ding. Ich habe nicht gepresst. Wir haben gesammelt. Ihr zwei habt gesammelt. Ich hab nicht gesammelt, ich war nicht da. Wir haben gesammelt. Einer von euch hat gesammelt, weil ihr habt gemerkt, wir haben nichts zu tun. Also ich habe nicht gesammelt, ich war doch da. Haben wir gesammelt? Die letzte Runde haben wir gesammelt. Nee, ich aber auf jeden Fall nicht. Weil ich war die. Also die letzte Runde haben wir doch Heuballen gemacht, oder nicht? Stimmt, wir haben Heuballen gemacht, weißt du warum? Ja, wir wollten ursprünglich sammeln und dann war der Dingerding. Genau, genau, wir haben es nämlich ausprobiert, ob dass man beim Ballen durch Hans im losen Zustand auch verkaufen kann. Das hat dann nicht funktioniert, da sind wir auf Ballen gestiegen. Ich habe nicht gepresst. Und, ja, und ich auch. Und zweitens, der Beweis liegt auf Feld 34. Ja, stimmt. Du musst aufpassen. Da liegen ja noch Ballen und auf der Kuhfiste. Ja. Wer hat da gesagt, ich sammle das noch? Sebi. Ich glaube, der hat sich gerade gegen YouTube da wenig sagen dazu. Er haltet sich aus der Meinung raus. Bitte, Marco hat kurz AFK, ich war kurz auf dem war kurz gemutet. Wir haben die letzte Runde Ballen gepresst, gell? An Heu. Ja, und einmal einen Wagen und haben wir und einer von uns dreien hat gesagt, ich sammle das noch. Hat sich schön hingestellt an den Rand. Ich und steht hab immer nichts noch gesagt drin. Mit dem Sammeln. Der gibt noch 102, warte mal. Du solltest sammeln, also. Ja, wer hat das gesagt, ich soll sammeln?
Ich hab nichts gehört von euch. Das war schon länger her. Scheiße. Die haben mich doch ertappt. Ja gut. Egal. Können wir bei der Runde auch noch mitnehmen. Das Zeug verreckt ja nicht. Hat ja nicht geregnet. Ich glaube, es hat sogar geregnet. Egal. Du musst halt nochmal wenden und dann fahren wir es ein. Nee, nee, das ist alles. Was passiert in Wirklichkeit, wenn es nass wird? Nochmal wenden, oder? Kannst verbrennen lassen. Das fackelt von alleine irgendwann an. Okay. Hab's mir schon gedacht. Das schimmelt innen drinnen, wird's warm und dann, weil das Äußere dann noch druckig bleibt, macht's. Ach, wir wollten noch eine Big M. Alter, wir haben doch so viel vor auf der Gemeinde gerade. Mhm. Wir wollten noch eine Big M kaufen, hier was machen, da was machen, jenes. Also wir haben noch Stoff für Folgen, sagen wir so. Ja. Ich würde einmal, ich bevorzuge das Wort Ziele. Ja. Wann kommt das nächste Maishexel? Jetzt dann. Irgendwie krieg ich da Bock drauf, aber da braucht man den Trailer, den Krampus für mein LKW. Ja. Aber wir werden jetzt. Wir sind jetzt bei der zweiten Folge. Nächste Folge wird auf jeden Fall mit der 5 fertig. Dann muss ich mich an die 40 wenden zum Gruppern. Und dann an die 7. Ja. Ich glaube 10 flog. Ja. Ich muss dann noch die 40 und die 7 nochmal gruppern. Und dann nochmal anziehen und dann bin ich durch mit allen. Ich kann meinen Johnny herrichten. Nee. Das war mir irgendwie klar. Also ich muss sagen, ich habe nichts gegen ihn. Also er ist... Oder bist so ein Typ, der fährt lieber mit dem eigenen. Ich weiß schon. Ja, er schließt. Und ich würde mir den Johnny sogar nehmen. Das Einzige, was ich machen würde... Was habe ich jetzt wieder daran zu tun, dass ich nur meinen LKW fahren will? Hm? Haben wir nichts von gesagt. Oder wer hat sich gerade angesprochen führt von uns? Zwei Flo. Flo habe ich eigentlich gemeint. Ja. Und ich habe mich auch angesprochen gefühlt. Noch so. Ja. Ja, Flo, was wolltest du sagen? Warte, ich muss kurz nachdenken. Ich wurde aus meinem Text gebracht, Mann. Wolltest du irgendwas sagen mit meinem Johnny, da hast du nichts gegen den Hasch und so? Ja, genau. Also, den Traktor an sich finde ich geil, den Mod an sich finde ich geil. Das Einzige, wenn ich ihn fahren würde, würde ich ein paar Sachen ändern. Reinreifen. Ja, ich würde es auf Standard setzen. Also, ja. Bisschen weniger Leistung wahrscheinlich auch. Ne, die Leistung die lasse ich so, weil schon seit er glaube ich standardmäßig nur 350 oder? 370. 370 und der dritten Gruppe hat unsere Scheinmengen glaube ich zu, ja? Mit 370. Doch. Züchter. Züchter, aber bloß halt langsamer. Ja. Die PS da würde ich lassen, da habe ich gar nichts gegen. Ja, okay. Aber weil es ist im Prinzip halt einfach nur, der Johnny Motor halt einfach nur aufgedreht und er ist halt im LS auch 2500 aufgedreht, aber. Das ist ja, man fährt ja keine 100 oder so. Also, fährt halt 60. Ja, und das ist auch kein Riesenproblem. Weltuntergang. Nee. Also es ist halt ein Mod auf mich angepasst, ja. Wenn man so sehen mag. Ja. Es ist ja ein Privatmod, aber. Das heißt jetzt nicht, Sebi, dass du den auch privat verwenden darfst. Also. Weil das dann halt dann doch ein bisschen viel. Das Gespräch hatten wir schon. Ja, ich weiß. Man kann es nie oft genug sagen. Aber leichter doppelt gemoppelt als gar nicht. Lieber fahre ich mit meinem LKW. Mit dem. Mit unserem Kennzeichen. Mit dem BG-Kennzeichen. Aber eigentlich habe ich bei mir in der privaten Modliste ein anderes Kennzeichen dran am LKW. Ich verstehe bis heute nicht, wieso du den immer eingenommen hast und nicht den Agro-Truck, der 100 mal geiler ist, weil er einfach Heck und Frontcontrolling und so weiter schon alles hat. Weil ich bei dem das Kennzeichen geändert habe. So. Ja, das ist ja doch kein Akt, bei dem das dran zu machen. Ja, da muss.
Ist es der Truck XXX? Ja, genau, ja. Der Agro-Truck. Das ist ja bis jetzt der einzige. Ja, den baue ich da mal oben, wenn ich Zeit habe. Aber jetzt fahre ich jetzt. An Feld 5 fahre ich jetzt. So. Ach komm, die Bahn wollen ja zu Ende, scheiß drauf. Was braucht du alles noch halten? Sollen wir jetzt erstmal die Stellen in die unsere gute Strommaschine? Unsere Wiesen brauchen jetzt erst auf Kalk. Ja, die mähen wir vorher, Kalk nehmen wir die dann später. Ja. Dann tue ich jetzt schnell Feld 5 kalken, dann schau ich mal kurz, wie der. Ne, der hat gar keine Hydraulik Flo. Hydraulik hat er, ich glaube Front hat er nicht. Also ich habe nichts gefunden. Front brauche ich nicht. Lol, warte mal. Ist es schon. Wenn ich mit dem Mähwerk fahren will. Das. Weil ich habe jetzt gerade ein Fenty im Einsatz, ne? Ja. Die Reparaturanzeige ist rot geworden, weil sie fast am Boden ist. Ich repariere dich mal. Ja, das wäre nett, weil ich fahre bloß noch 14, 15. Aha. Fahr ich schneller? Nee. Nein. Der Düngestreuer hat jetzt schon 52%. Ja, den können wir auch. Wenn ich schon ab. Ey, ich repariere einfach alles durch. Scheiß durch. Was ist mein Eck? Mit der war kaputt. Den tue ich selber reparieren fahren. Der Unibock. Der Eck wird mir gepflegt. Das ist einer. So, Flo? Mhm. Du bist gerade auf die 5, oder? Ja, aber schon gleich durch. Oh, ich werde jetzt richtig schön dir. Ja. Oh, zu früh angeblieben. Jetzt müssen wir mal sehen. Warte, irgendwie mit Rundumleuchte? Ja. Ja, zwei. Flo, hi! Hallo! Hier liegt ein Ball. Jetzt bin ich dran. Ja, ich hab den auch gerade gesehen. So, jetzt hat jeder die Rundumleuchte an. Ich habe sogar das Licht an, weil hier die Bäume die Tisch versperren. Ja. Aber mir ganz hinten auf und so. Grano, ich halte jetzt sehen. Wieder aus, das regt mich auf. Ich brauche GPS auf Feld 5 nicht. Ich hab den Ball jetzt ein bisschen an die Fette geschoben. Ja. Das Augenmaß ist er. Mal gucken, ob es auch so ein Ballen wird wie der auf Feld 7. 5 Jahre bleibt der Flacken. Nein, der ist schon aufgeräumt. Echt? Auf Feld 7? Ja. Also. Ach nee, Feld 7! Ja, der eine Stuhlbahn. Ich glaube, der bleibt auch für immer liegen. Das ist eine Legende, der muss ja nicht. Ja. Ey, wir brauchen für jeden Feld, für jedes Feld einen Legendenball. Ja. Was meinst du, was das für Geld dann kommt? Und 36 Drops. Oh fuck. Aber ich glaube, wegen einem Ballen ist das nicht so dramatisch. Also es sind in mittlerweile mehrere. Oh, ich bin doch wunderbar. Und was wir auch durchsetzen mit der heutigen Folge, wir haben schon ein bisschen überzogen, wir sind schon bei 29 Minuten. Aber ich wollte das Feld nochmal abschließen. Immer wenn es euch gefallen hat. Warte mal, das ist ein Träumchen. Ein Träumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keine Cent. Den roten Knopf und den grauen Glocke aktivieren, damit ihr nicht so verpasst habt, was von mir. Und schaut gerne bei mir vorbei. Genau, schaut gerne bei Sebi vorbei. Ist unten ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, glaube zweite Zeile oder so. Und BS Gaming. Genau. Und ansonsten sehen wir uns dann am Sonntag zu zwei weiteren Folgen auf der Gemeinderade. Einmal mittags, Punkt 12 und einmal morgens um 8, sowas um den Dreh, 58, 89, I don't know. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.
Monster.